Marientor-Carré in der Altstadt sollte Großes passieren, doch mittlerweile ist da nur ein Bauloch und ein Bauzaun. Das schon ziemlich lange. Und die Duisburger fragen sich, was passiert denn endlich damit und wann passiert was? Und jetzt ist es soweit. Jetzt passiert da tatsächlich was. Und was genau, darüber möchte ich heute mit Albrecht Bielke von der Hoff Unternehmensgruppe sprechen. Herzlich willkommen. Dankeschön, ja, vielen Die Dank. Hoff-Unternehmensgruppe kommt aus Gruna und die möchte da jetzt auf diesem Bauloch, das jetzt ja immer noch da ist, möchte sie was bauen, und zwar ein Komplex. Und ja, wenn Sie einmal erklären könnten, was denn dort entstehen soll. Ja, wir möchten ein Marientor-Quartier als Stadtoase für Duisburger Bürger schaffen. Was heißt das? Das heißt Leben, Wohnen, Arbeiten. Als eine Ergänzung zur Altstadt möchten wir dort ein lebendiges Viertel schaffen. Also kann man dort wohnen, man kann dort arbeiten. Am besten entsteht da auch noch ein Supermarkt, der da in der Ecke ja auch dringend benötigt wird. Kann man sich das so vorstellen? Ganz genau. Also wir wollen in der Erdgeschossfläche einen großen Lebensmittelmarkt ansiedeln. Auch mit einer ganz modernen Architektur und nachhaltiger Energieressourcen. Also es soll insgesamt von einem Platz erschlossen werden, und so, dass man natürlich einkaufen gehen kann, natürlich auch ganz bequem in die Tiefgarage mit reinfahren. Also auch das, die ganzen Elemente haben wir berücksichtigt. Wie weit ist man denn da jetzt schon? Wie konkret ist dieses Vorhaben? Also wir haben jetzt ein Konzept über den Wettbewerb gewonnen. Dieses Konzept ist in der Ausarbeitung. Das heißt, wir sind mit der Stadt dabei, in einem großen Team alles zu besprechen, sodass wir das ins nächste Jahr dann die Planung und auch die Nutzer, die wir alle parallel suchen, dort versuchen wollen, alle ins Boot zu kriegen. Das sind ein paar Mitspieler, die Sie da brauchen. Wie weit ist man da schon im Kontakt? Hat man da schon Gespräche geführt oder wird das erst nächstes Jahr passieren? Nein, also wir sind schon in Gesprächen. Also wir fangen das alles parallel an. Gleichzeitig unser ganzes Team aus Gronau, die Unternehmensgruppe Hoff auf Gronau mit ihren 60 Mitarbeitern, die sind alle ganz, ganz heiß auf dieses Projekt. Und von daher arbeiten wir alle ganz akribisch dran, um, ich sag mal, das die Nutzer zu finden, gleichzeitig die Planung aufzusetzen und auch die ganzen Verträge, die dafür erforderlich sind, mit der Stadt gemeinsam, einschließlich mit der tollen neuen Architektur, mit dem neuen Platz und auch den Hochpunkten der schrägen Architekturfassaden, das alles ins Lot zu kriegen. Also es wird was ganz Modernes. Wir haben jetzt leider kein Bild, Sie haben ja vorhin aber schon was gezeigt. Es wird einen Innenhof geben mit Wasser und viel Grün, also auch eine Fläche, auf der man sich in seiner Freizeit aufhalten könnte, wenn man das ganz genau. Also wir wollen den Bürgern schon auch am Endpunkt der Fußgängerzone einen Übergang schaffen, an der Steinischen Gasse, auch in den einen Platz hineinleiten und auch die Themen Wasser, die also auch schon Sir Norman Foster hier entwickelt hat und auch erkannt hat, welche Werte die Stadt Duisburg hat, die wollen wir alle aufnehmen. Und dazu gehört natürlich die Natur, Wasser, Grün, und das wollen wir auch auf dem Platz zeigen. Jetzt ist die Altstadt ja auch ein besonderer Ort. Was für Herausforderungen gibt es dort zu bewältigen für Sie als Hoff-Gruppe? Ja, also wir diskutieren dieses Gebiet so, dass wir sagen, was können wir an der Stelle ergänzen zum Altstadt? Was ist es wert, dort ein Quartier zu entwickeln, mit welcher Qualität? Und eine Altstadt zeichnet sich aus durch eine Mischnutzung. Dass man nicht großflächig einfach irgendwas überplättet als Investor und Projektentwickler, sondern dass man kleine Nutzungsstrukturen schafft. Das ist Gastronomie, das ist Arztpraxen, das ist ein Supermarkt, das sind Wohnungen, das ist vielleicht auch Büros. Also alles das, was eine Altstadt ausmacht, das wollen wir dort auch verwirklichen. Wenn wir Sie jetzt vielleicht ein bisschen auf einen Zeitpunkt festnageln können, wann glauben Sie, wird da das erste große Fahrwerk rollen und bauen? Wann wird gebaut? Das würden wir Ihnen auch gerne sagen. Können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber in 2016 wollen wir das zumindest so weit angeschoben haben, dass wir das auch ganz klar benennen können, wie das in 2016, ob es da schon losgeht mit dem Bagger oder wie genau die Zeitschiene ist, das können wir in 2016 sicherlich dann sagen. Jetzt haben die Einzelhändler ja auch sehr gelitten unter dieser Situation. Man kam nicht mehr wirklich durch. Umsatzeinbußen, wie ist man mit denen im Gespräch? Also wir sind am Anfang, nach der Konzeptionierung. Wir wollen mit den Bürgern und den Händlern auch über ein offenes Gespräch führen, gucken, wie können wir sie mitnehmen auf das, was wir realisieren wollen.
Ja, Herr Bielke, wir sind alle sehr gespannt, wann es denn losgeht und was da dann letztendlich entstehen könnte. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Danke auch. Und jetzt.